Hallo, liebe Tarot-Freunde. Schön, dass ihr hier seid. Willkommen zu dieser Legung. Ich hatte die Idee zu dieser Legung, oder ich habe die Idee, die Inspiration, hat mir eine Frage eingebracht, die über Stream Elements an mich gesendet wurde. Ja, ihr wisst ja, dass ich auch persönliche Fragen beantworte für euch persönlich mit dem Tarot. Wie das Ganze funktioniert, findet ihr unter diesem Video. Oder ihr geht einfach auf meinen zweiten Kanal, der auch verlinkt ist auf der Hauptseite dieses Kanals. Persönliche Fragen beantworte ich zweimal in der Woche. Und die kann man jederzeit einsenden. Ja, man kann auch eine persönliche Legung buchen. Auf jeden Fall gab es da die Frage, die ich übrigens noch nicht beantwortet habe, weil es eine persönliche Legung ist und weil es eine gewisse Zeit dauert, ja, weil es eine gewisse Warteschlange aktuell gibt, aber es ist, wie es ist, ich kann es nicht ändern. Dennoch, wir schauen uns jetzt allgemein für euch alle die Frage an, was du noch bearbeiten musst aus der Vergangenheit, womit du dich vielleicht noch beschäftigen solltest, damit du dich öffnen kannst für die Zukunft, ja, damit du das Alte verarbeitest, das Alte loslässt und dich öffnest für neue Dinge, für neue Themen, für neue Ereignisse. Ihr müsst hier nichts auswählen. Wir schauen uns einfach an, was uns das Tarot erzählt, beziehungsweise euch, weil ich lege die Karten für euch. Was ist denn hier das Thema? Wir werden auch sehen, ob das Thema. Wir werden sehen, ob das Thema ein großes Thema ist. Vielleicht rät sogar das Tarot zu einer professionellen Hilfe oder zu einem professionellen Gespräch. Ich bin absolut dafür. Ja, wenn man es nicht weiter schafft alleine, sollte man sich Hilfe holen, anstatt sich zu quälen. Ja, weil alleine kann es passieren, dass wir Jahre vielleicht dann dranhängen an irgendeine Thematik. Und wenn wir uns professionelle Hilfe holen, kann es passieren, dass wir das Thema vielleicht schon nach 2, 3 Monaten aufarbeiten können. Ja, ist eine enorme Ersparnis, eine enorme Zeitersparnis. Und Zeit ist unsere wertvollste Ressource hier auf Erden. Ja, und die sollte man sich sehr gut bezahlen lassen. Okay, dann lasst uns schauen. Wie sieht's denn aus? Worum geht's? Das Hauptthema. Das Hauptthema ist Ausgeglichenheit. Harmonie. Harmonie, Ausgeglichenheit, Ruhe in Person. Ja, es ist ein wichtiges Thema. Ja, es ist hier keine kleine Karte sozusagen, sondern eine Karte der großen Arkana, sagt man dazu. Okay, in welche Richtung ist das denn hier gemeint? In welche Richtung ist das denn hier gemeint? Entweder Emotionen, ja, eure Gefühlswelt oder aber generell in Bezug auf einen Mann. Ja, könnt ihr verstehen, wie ihr das möchtet? Mann oder Emotion? Es ist auf jeden Fall eine sehr emotionale Karte. Entweder was eure Emotionen in Bezug auf einen Mann anbetreffen oder generell Emotionen. Wobei ich bleibe dabei, liebe Damen. Wenn ein König der Kelche erscheint, dann geht es meistens um einen Mann. Weil wenn das Tarot sagen wollen würde, deine emotionale Welt, ja, dann hätten wir hier die 4 der Kelche, dann hätten wir womöglich das Ass der Kelche, der 5 der Kelche, ja, die 9 der Kelche, was auch immer. Aber wenn ein Mann erscheint, ich weiß, dass das viele anders deuten, das ist auch ihr gutes Recht oder das mir manchmal irgendwie vorgeschrieben wird, in Anführungsstrichen, ja, die Männer nicht als Männer zu deuten, ja, solche Kommentare bekomme ich. Nein, für mich sind Männer Männer. Könige sind für mich Männer. Also hier geht es um einen Mann. Hier ist noch irgendwas.
Hier ist noch irgendwas in Bezug auf einen Mann, zu dem ihr Emotionen habt. Und die Trumpfkarte, das ist eins der Karten im Tarot, die mit einer Neutralität antwortet. Ja? Also wenn man zum Beispiel fragt, welche Gefühle hat er für mich und diese Karte erscheint, dann ist das eine absolut schlechte Karte. Natürlich muss man noch weitere Karten ziehen, ja, unbedingt. Aber das ist eine Neigung zur Neutralität, ja. Dass der Mensch dem anderen gegenüber, dem anderen Menschen gegenüber relativ neutral steht. Eine weitere Karte, die das aufzeigt, sind die zwei der Stäbe. Aber wie gesagt, hier kommt es immer auf die Frage an und es kommt auch immer darauf an, welche Karte anschließend folgt. Ja, ich würde sowieso immer, wenn ihr selbst vielleicht Karten legt oder vielleicht für eure Freundin, das ist bei mir so, das müsst ihr so nicht übernehmen, aber Trumpfkarten sollten immer vertieft werden. Man sollte immer Zusatzkarten ziehen. Man sollte nicht mit einer Karte deuten. Weil sie eben sehr, sehr vielschichtig sind. Sie haben nicht nur diese eine Aussage, ja. Es gibt für eine Trumpfkarte gibt es sehr, sehr viele Schlüsselwörter. Und wenn man eine zweite Karte zieht, bekommt man meistens eine Botschaft als Tarotleger, ja, was damit gemeint ist, was der Zusammenhang ist. Also wenn man zumindest, wenn man einen anderen Bezug hat zu den Karten, außer dass, ja, wenn dein Bezug zu den Karten darüber hinausgeht, dass du einfach nur die Bedeutung auswendig gelernt hast. Ja, es gibt ja auch viele Leute, die so deuten, dass sie einfach die Bedeutung lernen. Und dann gibt es Leute, die, wenn sie Karten auf den Tisch legen, dass sie Botschaften erhalten, ja, dass sie sofort spüren, wissen, was hier gemeint ist, welche Aussage steckt hier. Okay, schauen wir mal, was neben dem König der Kelche erscheint. Wow, zwei Trumpfkarten. Hier gab es sehr wahrscheinlich irgendwann eine Situation mit diesem Mann, dass er euch sehr gepusht hat, dass er euch ja vielleicht sogar ein wenig auf Händen getragen hat, dass er sehr gut zu euch war. Er kann auch euer Geliebter gewesen sein. Er hat euch irgendwann, hat er euch ein sehr, sehr gutes Gefühl vermittelt, hat er euch irgendwie inspiriert, ja, hat euch das Gefühl gegeben, dass ihr toll seid, dass ihr tolle Frauen seid. Aber warum sagt denn das Tarot? Ich frage mal so, warum sagt denn das Tarot, dass ihr hier ein Gleichgefühl ihm gegenüber entwickeln solltet? Warum? Warum sagt es das Tarot? Warum rät euch das Tarot zu Gleichgültigkeit ihm gegenüber? Weil er euch mehr runterzieht, als dass er euch hochpusht. Als dass er euch das Gefühl gibt, dass ihr tolle Frauen seid. Liebe Damen, dieser Mann zieht euch runter energetisch. Er sorgt für eine Unruhe in euch. Das Tarot könnte hier auch meinen, dass, ja, dass es keine Chance gibt, dass man sich einig wird, dass man hier irgendwie auf einen Nenner kommt miteinander. Ja, man kann diese Uneinigkeit, die kann man nicht besiegen, die hier zwischen euch ist. Ja, Stagnation, Uneinigkeit, ständige Kämpfe, die man vielleicht miteinander austrägt, das könnt ihr nicht besiegen. Wenn ihr verheiratet seid, liebe Damen, dann ist das hier natürlich alles ein wenig anders. Hier könnte euch das Tarot raten, ja,
das Thema Beziehung für eine Zeit lang mit eurem Mann ruhen zu lassen. Ja, manchmal ist es auch gut, einfach den anderen ein bisschen links liegen zu lassen, wenn ihr Probleme habt. Ja, weil schaut, durch ruhen lassen gibt ihr dem anderen die Möglichkeit, sich von selbst aus mit eurer Beziehung auseinanderzusetzen. Ja, dann ist der Druck weg. Wenn eine Frau zum Beispiel ständig darauf aus ist, und ja, es ist bei uns Frauen sehr oft so der Fall, dass wir immer irgendwie zuallererst und klären, ja, und Gespräche. Für Frauen ist das sehr wichtig, für Männer ist das nicht so wichtig, ja. Ja, Männer können auch verzeihen und vergessen, indem sie einfach das abhaken. Das fällt uns Frauen sehr, sehr schwer. Wir müssen ganz viel reden. Bei uns findet die Verarbeitung von Dingen statt durch Gespräche. Wir müssen alles aussprechen. Und es reicht uns auch nicht, wenn wir das nur einmal tun. Aber hier könnte euch das Tarot zum Beispiel anraten, euren Mann möglicherweise für eine Zeit lang, ich kenne die Situation nicht, ich kenne die Umstände nicht, aber für eine Zeit lang euren Mann sozusagen links liegen zu lassen. Ja, obwohl er da ist, obwohl er unter einem Dach lebt, ihn links liegen zu lassen. Ja, dass es vielleicht im Moment nicht wirklich die richtige Uhrzeit und nicht die richtige Zeit ist, mit ihm vertiefende Gespräche zu führen. Ich frage doch mal das Tarot. Was sagen denn die Karten zu eurer aktuellen Situation? Was sagen denn die Karten zu eurer aktuellen Situation? Ja, das bei euch eigentlich, außer das hier, ja, sind bei euch die Wege wirklich offen. Ich sehe hier keine Blockade. Ich sehe hier nicht, dass ihr nicht vorwärts kommen könnt. Die Wege sind für euch geöffnet. Der Weg ist offen. Außer das hier, ja, außer diese Geschichte hier mit diesem Mann. Wie solltet ihr denn über die Situation mit diesem Mann denken? Ich frage mal so. Ihr solltet euch davor wehren, hier Gedanken zu entwickeln, dass es kommt darauf an, ja, wenn ihr auf irgendeinen Mann schaut, dass es hier eine Chance gibt, dass hier die Wege offen sind. Wenn das nicht euer Mann ist, ja, dann denkt bitte nicht in diese Richtung. Versucht euch auf die Finger zu hauen, sobald ihr in so eine Situation kommt. Sobald ihr seht, oh, ich mache mir schon wieder Hoffnung in Bezug auf ihn. Ja, befreit euch aus dieser Gedankenwelt. Malt euch hier nichts aus, malt euch hier nichts schön, sondern lasst diesen Mann in der Vergangenheit. Und ja, es ist so einfach. Das liegt an euch, wozu ihr euch entscheidet. Entscheidet ihr euch, einen Haken dran zu machen und zu sagen, so ab geht's, ich will in die Zukunft, weil wenn ich in die Zukunft möchte, ja, dann muss ich das Alte, muss ich dann hinter mir lassen. Es ist auch nicht fair einem neuen Menschen gegenüber, ja. Man kann auch meistens keine gesunde Beziehung aufbauen, wenn man noch irgendwo anders drin hängt. Und alle, die verheiratet sind, ja, die sollten einfach tatsächlich hier
eine gewisse Zeit lang die Situation so einfrieren, ja, so belassen, wie sie aktuell ist. Ja, oder wenn euer Mann irgendwas in eure Richtung macht, wirklich vielleicht auf Neuanfang aus ist, ja, sagt das Tarot, aber bitte Vorsicht, ja, macht ihr keine zu gewaltigen, zu schnellen Schritte. Ihr habt ein Problem und es muss gelöst werden. Und die Lösung ist nicht oft irgendwie sehr, sehr schnell vorzugehen oder sehr selten, dass man sehr schnell vorgeht. Okay, es ist, wie es ist, liebe Damen. Vielleicht noch alle, die, naja, ich hoffe, ihr habt nicht weggeklickt. Alle, die vielleicht denken, ja, die vielleicht denken, dass sie mit allen Männern aus der Vergangenheit fertig sind, da ist nichts und niemand mehr. Ja, also vielleicht fühlt ihr euch neutral. Fragen wir doch das darum, was gilt denn für euch? Ja, was solltet ihr denn hier aufarbeiten? Ja, oder wo soll denn bei euch denn hier dieses Gefühl der Gleichgültigkeit, ja, der Harmonie über eine bestimmte Situation? Mal schauen, was das Tarot hier aufzeigt. Oh Mann, ich müsste jetzt eigentlich jede Karte noch eröffnen. Ja, es kann die Verarbeitung einer Unehrlichkeit gewesen sein, ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat euch jemand angelogen. Vielleicht war jemand nicht fair zu euch. Es kann eine Entscheidung gewesen sein, die mit eurer Wohnung, mit eurem Haus zu tun hat. Ja, vielleicht seid ihr in eine neue Wohnung gezogen und bereut es. Fühlt euch möglicherweise nicht wohl. Umzug. Vielleicht hat ein Umzug nicht funktioniert oder ein Umzug hat funktioniert, aber nicht so, wie ihr euch das gewünscht habt. Manchmal ist das so, dass wenn jetzt auch speziell das Thema Umzug, liebe Damen, ja, manchmal ist das so, dass es gibt so manchmal Situationen, zum Beispiel eine Frau, ja, weil wir sind ja meistens hier Frauen auf meinem Kanal, eine Frau zieht um, also sie hat sich in der alten Wohnung unwohl gefühlt, zieht in eine neue Wohnung, fühlt sich da auch wieder unwohl, obwohl sie am Anfang vielleicht sogar ein gutes Gefühl hatte. Der Grund dafür muss nicht immer die Wohnung sein. Und nicht immer der Zustand des Umzugs, ja, die Umstellung auf etwas Neues. Es kann auch manchmal sein, dass diese Unruhe gar nichts mit der Wohnung zu tun hat. Oder sehr oft ist es so. Ja, dass man diese Unruhe, dass der Grund für diese Unruhe, der Auslöser für diese Unruhe, für diese Unzufriedenheit nicht die Wohnung ist, sondern etwas im Innern, das zu dieser Unruhe führt, ja. Also das kann sogar passieren, dass Leute manchmal 4, 5 Mal hintereinander, 2 Mal im Jahr umziehen und denken, es liegt an der Wohnung. Aber es liegt nicht an der Wohnung. Es liegt an der inneren Unruhe und man muss nach dem Auslöser suchen. Ja, es ist gut möglich, dass es hier das Thema ist, ja, oder dass hier etwas in der Richtung bei euch tatsächlich passiert. Also schaut mal nach dem Auslöser. Es muss nicht der Auslöser sein, den ihr in Verdacht habt. So würde ich das hier zusammenfassen. Okay, meine Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt. Ich wünsche euch nur das Beste, wie immer. Vergesst nicht zu liken. Und ja, ich würde sagen, bis demnächst.